die Mensch-Maschine als Kommunikator zwischen Technik und einem Hauch von Nichts. Die Möglichkeiten der Kontaktaufnahme mit anderen Schwingungsebenen auf Basis von Wasser in Verbindung mit der Mensch-Maschine und der Technik, dem Computer, bietet uns Evolutionssprünge nie gekannten Ausmaßes an. Freilich, es steckt noch in den Kinderschuhen, aber die dargebotene Methode entspricht unserem Zeitgeist. Warum sage ich Mensch-Maschine? Der Mensch als dreidimensionales Wesen, der sich in der vierten Dimension der Zeit bewegt, wird als Katalysator, Körper, Seele, Geist in dieses System als Symbiont eingebunden und funktioniert in Abhängigkeit von seiner Schwingung über das mentale Feld der Kontaktaufnahme, schrieb ich bereits. All dies macht es dem gesunden Skeptiker, nicht dem krankhaft Dogmatisierenden, denn ihnen wollen wir nichts beweisen, nicht gerade einfacher. Wir brauchen zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, den richtigen menschlichen Symbionten, der mit Hilfe der Technik und dem Wasser und harmonischen energetischen Schwingungsbedingungen mit Wesen einer höheren Intelligenz bzw. Schwingungsebene kommuniziert und auf die Gegenliebe der anderen Seite angewiesen ist. Diese Bedingungen lassen sich ausschließlich in Klein- und Kleinstgruppen realisieren, die von den Denkmustern eine Offenheit und Liebe praktizieren müssen. Wir haben hier einen kleinen Spalt in eine Welt geöffnet, die sich uns erschließen kann, wenn wir bereit dazu sind. Bereit heißt nicht, eine Maschine zu erfinden, die als Walkie-Talkie bei Kaffee und Kuchen Tante Clara aus dem Jenseits rufen kann. Hartmut Alt.